So, habe ich dich. Blutstrennen, Umbras. Habe ich dich erwischt. Es gibt ja diese Dinger hier, diese komischen Blutraben hier. Ach ja, sie läuft einfach direkt rein. Okay, ich wollte mich ein bisschen umschauen, aber gut. Spiel lässt mich nicht. Das heißt, ich trinke mal einen Schluck. Kapitel 3, verbrannte Erde. Du hast eine Steinauszeichnung. Keine Objekte verwendet. Das ist sehr gut. Was ich mich wundere, ist, dass wir 4 Begegnungen wohl nicht gefunden haben. Also 4 Kämpfe haben wir offensichtlich nicht gemacht. Interesting. Angel Attack! Oh Gott, was war das wieder? Was muss ich machen? Oh Gott, ich hasse das. Oh Gott. Das mit dem Controller echt schwierig zu zielen. So. So, ich nehme Grünkräuterlutscher. Ja, bitte. So. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Punkte gegen Heiligscheine tauschen. 13 Punkte. Achso, ich habe 13 Punkte noch übrig. Ne? Und ich kann nichts mehr kaufen. Richtig? Ja, genau. So. Klack. Okay. Ich finde das gut. Kapitel 4. Die Kardinaltugend der Tapferkeit. So, wir speichern einmal. Zack. Jawohl, speichern. Flupp. Sehr schön. Und weiter geht's im Programm. Kolosseum. Fortitudo.私があんたたちを狩る理由話したかしら。その顔がどうしようもなく、ムカつくからよ。黙りなさい、鳥頭。 Ah ja. What? Ja klar. Hm? Ich hab keine Ahnung.
Okay. Frage, was muss ich hier tun? Außer sterben natürlich. Ich bin tot. Was? Der Witch Hunts are over. Was? Okay, jetzt hat es mich wieder runtergerissen. Au, das ist doch nicht nett. Kerz. Boah, Alter. Aber, hä, was mache ich jetzt dann damit? Warte mal, kann ich die zurückschleudern, Dinge? Achso. Nee, doch nicht. Dachte, ich kann jetzt zurückschleudern, vielleicht. Okay. Smash! So. Oh. Vor allem, der hat eine ganz schön lange Lebensleiste. Zwar eine rote... Eine blaue, eine grüne? Kann ich ihn ärgern? Oh oh. Ja, okay. Oh, das wird spannend. Das wird ja spannend. Okay. Ja, komm her. Na komm. Ach Mann, ich muss das besser timen. Ah! Mann! Verdammt! Ich krieg das nicht getimt! So. Ach, zu langsam.
Ups. Das war doof. So. So. Ah, okay, ich baue das Kolosseum gerade wieder auf. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Ah, ich muss ihn greifen, okay. So. So. Oh Gott. Der ist ganz schön wütend, glaube ich. Ich meine, gut, ich habe seinen Kopf gerade in die Hölle verfüttert. Wäre ich persönlich auch irgendwie sauer. So. So, okay. So, komm her. Oh. Ja, schön, wie sein Kopf im Boden feststeckt, aber nichts passiert. Also kein zusätzliches Loch oder irgendwas entsteht. Aua.
Ich kann ihn nicht nehmen! Ich kann ihn nicht packen! Ich kann ihn nicht packen! Der Fall hinten, der war außerhalb der Map. Ich konnte nicht packen. Das ist doch nicht fair. Aha! Das ist doch nicht fair. So. So, komm her, blödes Viech. Oh, toll. Okay, Zeit zurückspulen. Warte mal, kann ich Objekte benutzen zufällig? Gegenstände können Tasten zugewiesen werden. Taste drücken und halten, um den Gegenstand zu verwenden. So, ich benutze mal Gegenstand. Ich habe keinen Bock, den ganzen Kampf nochmal von vorne zu machen. Also heile ich mich mal eben mit diesen komischen Dingen hier. Gibt zwar Punkteabzug, weil wir Gegenstände benutzen, aber ist mir jetzt egal. Ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen. Irgendwann ist auch mal gut. Ich will jetzt extra... Na, also, will ich geh doch. So. Okay, so. Zeit zurücksetzen. Schauen wir mal. Okay. Okay, ciao. Komm her, Kumpel. Hulk Smash! Und einmal Hulk Mega Smash! Und dann machen wir... Yeah! Ist das anstrengend? Oh, meine Finger. Hallo, kopfloser Kumpel. Was passiert jetzt? Okay. Oh nein, sie hat den Lolli verloren. Ihr Lolli scheint dir wichtig zu sein. Was? Ich hab'n... Muss ich jetzt so lange überleben oder habe ich so lange Zeit, ihn platt zu machen? Oh Gott. Was? Komm her. Oh.
Zu langsam. Ich habe eigentlich genau in dem Moment ausweichen gedrückt. Ciao. Climax. Okay. Oh Gott, das, moin, das ist jetzt wieder so ein Quicktime-Event, oder? Okay. Was? Was? Okay, was? was? Oh Gott. Oh Gott, was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Sehr gut. Job erledigt und ganz entspannt voranschreiten. Die Kardinaltugend der Tapferkeit. Juhu, eine Steinauszeichnung. Hurra, schon lange nicht mehr gesehen. Okay, die Frage ist, wer beschützt... Worum geht's hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist lustig, es macht Spaß. Auch wenn mir mega die Hände wehtun. Naja, wieder zielen, hervorragend. Ja, ist ja toll. Oh, Mist, daneben. Mist, wieso hab ich den nicht erwischt? Wieso erwische ich den nicht? Ich wollte diesen super Special-Dingens da irgendwie platt machen, aber irgendwie erwische ich den nie. Oh, toll. Yay. Ja, das gab nicht so viele Punkte, ha? Ja, okay. Das lief nicht so gut. So, sehr schön. Die Umbra Mountains gibt es da hinten noch. Mhm. Die heilige Stätte, Kapitel 5. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel es in diesem Spiel gibt. Ja, natürlich ja. So. Täler des Halbmondes und Sonnenaufgangs. Sehr schön. Oh, ist aber die letzte Runde. Beziehungsweise das letzte Level, was wir machen. Das ist eine sehr gute Frage, wo wir sind. So, ich würde gern wissen, wer wacht denn über uns? Der Dämonenfürst selbst? Gott? Irgendjemand anderes? Lustigerweise haben wir aus irgendeinem Grund zwar dieses komische Engelsviech besiegt, aber irgendwie war die uns nicht mal wirklich böse. Sondern einfach nur gesagt,
Keine Ahnung, ich verstehe es nicht so ganz. In ihrer Funktion als Wächter waren Lumenweise wie Umbra-Hexen unglaublich mächtig. Sie fürchteten sich gegenseitig und verbaten einander den Umgang mit dem jeweils anderen Clan, um das Mächtegleichgewicht zu erhalten. Während der jährlich stattfindenden Sonnenfinsternis war es nur den Ältesten der Clans erlaubt, die andere Gruppe zwecks Verhandlungen zu treffen. Dieses kosmische Phänomen von Sonne und Mond, von denen beide Parteien ihre Macht erhielten, muss für sie beide auch dieselbe besondere Bedeutung gehabt haben. Jene beiden Clans, also die gnadenlos miteinander verbunden und doch so unterschiedlich waren wie eben Tag und Nacht, festigten ihre Verbundenheit in ihrer verzweigten verbunden in ihren verzweigten Verstecken in den Bergen, die Hexen im Tal des Halbmondes, die Weisen im Tal des Sonnenaufgangs. Das Gebiet rund um diese schwer zugänglichen Bergregion war gesäumt von unzähligen Reihen von Steinmonumenten, die zu Ehren der Toten jedes Clans errichtet worden waren. Riesige Statuen, die eine Hexe und einen Weisen zeigten, standen im Zentrum des gemeinschaftlichen Teils und bildeten die Territorialgrenze. Beide Statuen stehen mit dem Rücken zueinander. Ihre Antlitze versetzen die Seele des Betrachters in großes Unbehagen, als wollten sie die menschlichen Blicke zurückweisen. Oberhalb der Statuen trafen sich die Clans zu ihren jährlichen Besprechungen und verliehen dem Ort ein rätselhaftes, aber faszinierendes Ambiente. Die beiden Täler dienten jedoch nicht nur als Gedenkstätte, sie waren auch Übungsschauplätze für die hellen und dunklen Künste und galten beiden Clans als heilig. Heute bietet die Statue der Umbra-Hexe mit der speerdurchbohrten Brust einen wahrlich schauderhaften Anblick. Wurde dieser Speer während der Zeit der Verfolgungen in die Statue gerammt, so hätte dies dem Lumenweisen gewiss ein unsägliches Maß an Macht abverlangt. Okay. Nein, aus dem Notizbuch. So. Wow, natürlich. Hier stürzt mal wieder alles ein, hervorragend. So, wie man das halt kennt. Zum Glück kann man nicht runterfallen. Stell dir mal vor, es wäre Dark Souls. Würdest du einfach runterfallen. Wow. Würdest du einfach runterfallen. Jetzt reicht es langsam. Kindersphäre. Oh. Man stellt sich das vor, das wäre Dark Souls. Man könnte einfach runterfallen. So wie ich gerade. Kann ich nicht irgendwie rennen? Ciao. So, machen wir die eben platt. Ruinen des Umbra-Übungsgeländes. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Tor. Check. Hier gibt es eine mächtige Barriere, aber auf der anderen Seite ist etwas, das mir seltsam bekannt vorkommt. So. Gut, wir müssen die Barriere offensichtlich irgendwie einstampfen. Das ist bestimmt doch der Teil, wo wir da gegen diese andere Hexe gekämpft haben. What? Grace and Glory! Thank you.
Und ciao. Ganz knapp überlebt. Nur sehr knapp überlebt. Eine Schallplatte. Hurra! Das heißt, wir können bald wieder irgendwas Neues kriegen. So, Silbermedaille. Ja, das wundert mich nicht. Das war kein so guter Kampf. Sonate in D-Dur, KV448. Das Stück einer goldenen LP der Engelshymnen. Es ist nur ein Teil der ganzen Schallplatte. Okay, was ist das denn hier? Eine überaus große Hand. Ja, gut, warum auch nicht? Okay, da kommen wir noch nicht rein.